Hey Leute, willkommen zurück zum Master Quest DLC von Hyrule Warriors. Heute machen wir eine ganz interessante Mission, nämlich ich würde sagen diese hier, wo wir eine Stufe Sternwaffe für Impa bekommen können und das machen wir doch jetzt mal. Wir brauchen hier einmal eine Wasserbombe für den Felsen, dann müssten wir eigentlich die Waffe bekommen. Richtig, es ist das Schwert und es sind aber auch keine Feinde sichtbar, deswegen müssen wir mit der Lyra der Göttin spielen. So, okay. Perfekt. Und, ja. Aber wir müssen komischerweise mit Zelda spielen. Obwohl wir für Impa die Waffe bekommen können. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Die Master Quest-Regel lautet keine Heilung. Das wird jetzt gar nicht mal so einfach dann. Weil es halt eine Stufe 9 Abenteuerschlacht ist. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt Bock schwierig wird. Und ich bin ja auch mit Zelda nicht ganz so gut, leider. Weil, ja, ich find sie einfach nicht so mega ultra gut. Was echt schade ist eigentlich. Aber ist halt meine Meinung. So. Der Rapier wird empfohlen. Von dem haben wir noch nicht die Stufe 3 Version. Deswegen weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Aber wir nehmen ihn trotzdem einfach mal. Okay. Also ich bin jetzt echt schon sehr gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt gleich im ersten Versuch den A-Rang schaffen werden. Aber das ist jetzt eher so nach dem Motto, wir schauen es uns jetzt erstmal an und gucken mal, wie das so ist. Es ist in der Schattenebene von Twilight Princess. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie viel Schaden wir den Gegnern denn so machen können. Das können wir ja bei den größeren Honks ganz gut sehen. Und es geht sogar. Ja, das ist sogar relativ großzügig. Ja, okay. Dann ist es, glaube ich, doch gar nicht so schlimm. Ein Teil der Truppen ist schon zum Feind übergelaufen. Na toll. Und der stirbt sofort. Ja, nee, okay, dann nehme ich alles zurück. Dann ist es vielleicht doch gar nicht so schwierig. Aber warum ist es dann eine Stufe 9 Aufgabe? Keine Ahnung. Ich sollte mich nicht zu früh freuen, denn da ist zum Beispiel Fei. Und das könnte jetzt schon problematischer werden. So, komm her, meine Liebe. Nein! Oh, ein Strich ist hier geblieben. Mann! Gib mir mal meine Energie. So, vielen Dank. Und greif Anfall. Ich weiß halt noch nicht, wie viel Schaden mir die Gegner machen. Es könnte natürlich sein, dass die mir 1 Million Schaden auf einmal machen. Das wäre natürlich dann nicht ganz so nett. Aber, oh nein. Oh Mann, Handler. Warum? Ich glaube auch, ja, der Fei macht mir nicht so viel Schaden. Ich glaube auch, es könnte auch sein, das ist mir nämlich schon öfters mal aufgefallen, dass diese Stufenangaben oder Schwierigkeitsangaben, die bei den Abenteuerschlachten dabei stehen, dass die sich nicht danach richten, wie viel Schaden ich den Gegnern machen kann, beziehungsweise wie viel Schaden sie mir machen, sondern die richten sich danach, wie viele starke Gegner auf dem Schlachtfeld sind. Und das sind hier relativ viele, denn wir haben Fire als Gegner, wir haben Manhandler-Tentakel als Gegner und noch einige weitere, glaube ich. Also rein von der Gegneranzahl und von der Qualität der Gegner ist das hier relativ schwierig. Also ich glaube, das könnte auch daran liegen. Wir können ja mal kurz aufs Schlachtfeld gucken, mit wem wir es so alles zu tun haben. Ja, Sheik ist da auch noch. Sheik ist wohl der Endboss und Link ist hier auch noch. Einige Feuer-Aral-Fosse, einige Stahlmeister und dreimal Manhandler. Ja, und natürlich ist ein Mannhandler ganz oben. Nee, ist klar. Oh, und unsere aktuelle Mission, die wir haben, ist auch mega schwierig. Wir müssen 6 Festungen erobern. Alter, wollen die mich verarschen? Und es gibt auch noch Verräter, also ja, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Die Stufenaufgaben oder diese Stufe, das bei den Abenteuerschlachten steht, richtet sich nicht danach, wie viel Schaden wir den Gegnern machen können, beziehungsweise wie viel sie uns machen. Sondern es richtet sich danach, ja, wie viele Gegner hier sind und wie kompliziert das hier alles ist. Okay, wieder was dazugelernt. Ein Redesführer wurde entdeckt. Was, wo? Hier. Der ist gleich hier. Nee, wo ist der? Wo ist der? Der ist doch in der Festung, oder? Ja. Okay. Die Moral der Verräter steigt. Aber wenn ich den Redesführer besiege, dann bestimmt nicht mehr. Und zack. Ja, es ist schon wieder, es ist mega viel los hier. Redelsführer, Verräter, 6 Festungen muss ich übernehmen, Manhandler ist hier. Oh Gott. Ja, und ich sollte mich wirklich jetzt erstmal um Manhandler kümmern, weil der ist ein größeres Problem. Ich meine, wenn der mein Hauptquartier kaputt macht, dann ist das natürlich nicht ganz so dufte von ihm.
hier müsste der erste sein. Und das passt eigentlich ganz gut, denn dann können wir uns auch gleich diese Festung hier krallen. Spezialattacke. Habe ich ihn jetzt besiegt oder nicht? Ich habe ihn doch getroffen. Ah ja, er ist besiegt, okay. So, wow, da ist auch Link. Dann gibt es gleich nochmal eine Spezialattacke in deine Fresse. Bam. Okay, wir holen uns die Festung und werden auch gleich Link besiegen. Denn wenn ich Link nicht besiege, dann wird er sich im Nu wieder diese Festung unter den Nagel reißen. Und das möchte ich natürlich nicht, ist ja logisch. Und zack. Ja, also die Gegner sind nicht so mega stark. Und die Einheit des Verräters wurde zerschlagen von meinen Leuten anscheinend. Sehr gut. Oder war ich das selber? Ach nee, das kam, weil ich die Festung übernommen habe, glaube ich. Und ja, mein Hauptquartier droht zu fallen. Ich weiß, wegen den Manhandlers. Das ist richtig kacke. Was soll ich denn da dagegen machen, hey? Ich meine, es ist kein Gegner in meinem Hauptquartier, also darum muss ich mir keine Sorgen machen, aber diese Kackmann-Handlers halt. Das ist so behindert. Aber ich muss halt hier jetzt erstmal Link und den Redelsführer töten. Das Gute ist halt, wenn man Handler besiegt ist, dann haben wir erstmal Ruhe. Aber ich muss halt jetzt vorher die beiden noch besiegen. Ich kann jetzt hier nicht weg. Aber sofort, wenn die besiegt sind, kümmere ich mich um meinen Handler. Wirklich sofort. Weil ihr seht ja, es ist ganz, ganz eng hier. Sterben möchte ich natürlich nicht. Ja, logisch. Aber es wird schwierig. Also die Mission hat es jetzt schon in sich. So, zack. Komm, schneller, schneller, schneller. Töte ihn endlich oder greif endlich mal wieder an, Link. Ich nehme auch relativ viel Schaden jetzt hier im Kampf gegen Link, aber das ist okay. Weil ich glaube, wir werden sonst nicht mehr so viel Schaden nehmen, weil so schwierig ist die Mission nicht. Was zum Teufel? Jetzt komm her. Okay, und stirb. Gut, Link ist besiegt. Und jetzt sofort zum nächsten Manhandler. Oh Gott, ey. Das ist schon wieder richtig, richtig böse hier. Und vor allem, dass der letzte auch ganz oben ist. Ja, schön für dich, Hauptquartier. Ich gehe schon zum letzten. Wie komme ich hier durch? Hier komme ich durch. Das ist echt richtig. Jetzt muss ich auch noch aus. Ja, ich muss da jetzt durch. Nehme ich halt jetzt ein bisschen Schaden. Mein Gott, da kann ich jetzt auch nichts machen. Und so langsam aber sicher. Oh, es sind Rote in meinem Hauptquartier. Okay, ich glaube, das Hauptquartier wird sterben. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen. Verdammt. Ich glaube, wir haben verloren. Ja, ich hätte mich zuerst um meinen Handler kümmern sollen. Das war wirklich ein Fehler von mir. Ich lasse jetzt auch alle stehen und liegen und gehe als allererstes zum feindlichen Hauptquartier, zu meinem Hauptquartier meine ich. Und guck nach, ob da alles in Sicherheit ist, aber es sieht nicht so aus. Volga ist jetzt auch noch in Gefahr. Und ich werde ihn, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig retten können. Und wir werden wahrscheinlich jetzt eh gleich verloren haben. Glaube ich. Oder wie geht's dem Hauptquartier? Ja. Ich glaube nicht, dass wir da noch was ausrichten können. Selbst wenn wir jetzt noch rechtzeitig ankommen, es wird dann schon so geschädigt sein, dass wir da unmöglich noch gewinnen können. Jo. Das war dann ein Epic Fail. Irgendwie. Oder kriegen wir es doch noch irgendwie hin vielleicht? Da ist ein Verräter. Wie sieht's aus mit den Leben? Ja. Es geht sogar eigentlich. Volga wurde vertrieben. Verdammt nochmal. Ich war doch so knapp davor, ihm zu helfen. Mann. Aber es sind hier dafür fast keine Gegner. Also eigentlich nur der Verräter. Sonst ist hier kein einziger Gegner. Büroma gehört ja uns, oder? Ja. Okay. Wer ist hier noch? Ein Stahlmeister. Okay, meinetwegen. Dann töten wir den auch noch schnell. Ja, ich meine, wir leben jetzt zwar noch. Das ist die gute Nachricht. Aber das Problem ist, dass wir trotzdem jetzt niemals mehr einen A-Rang hinbekommen werden. Und zwar wegen der Zeit. Denn es sind jetzt schon 6 Minuten, also fast 7 Minuten sogar rum. Und wir haben aber erst 2 der 4 Festungen eingenommen. Also das werden wir nicht mehr hinbekommen. Das ist echt verdammt schwierig, diese Mission. Das muss man wirklich so sagen. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das überhaupt hinbekommen will. Weil das echt richtig, richtig übertrieben schwierig ist. Boah, hier sind überall die Arschlöcher von mir. All die Verräterschweine. Geht zum Teufel. Ernsthaft. So, die Einheit ist weg. Ich will mir jetzt auch kurz diese Festung hier krallen. Damit die Feinde nicht wieder in mein Hauptquartier stürmen. Geht ja ganz schnell hier. So, das war's schon, okay.
Also wenn wir wirklich ganz, sagte ich schon ganz schnell sind. Wo komme ich denn hier raus? Da. Dann könnten wir es vielleicht noch hinkriegen. Aber ich glaub's nicht. Ich sollte mir jetzt auch keine zu großen Hoffnungen machen, weil sonst werde ich am Ende nur wieder enttäuscht. Und ja, deswegen mache ich mir keine. Was? Irgendjemand rückt schon wieder zum Hauptquartier vor. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mein Hauptquartier jetzt einigermaßen safe ist. Sieht zwar gerade nicht so aus irgendwie, aber ich hoffe es einfach trotzdem mal. Und zack. So, hallo Festungskommandant. Okay, die gehört auch uns. Und wir kriegen die Finsternisfee. Ja, den Verräter muss ich natürlich noch besiegen, weil sonst holt er sich... Oh, ein Redelsführer jetzt auch noch. Sonst holen die sich gleich wieder die Festung zurück. Und das ist natürlich schlecht, ne? So, gleich nochmal einen Lichtpfeil in die Fresse. Und bam. Okay, der Verräter ist tot. Und der Redelsführer ist auch tot. Sehr schön. Okay. Dann rüber zu der anderen Festung. Das Problem ist aber die mittlere Festung. Ich glaube, wer ist denn da? Das Silber... Ja, natürlich. Ich wollte mich verarschen. Hier, diese Festung. Die wird gleich wieder fallen an die Gegner. Die müssen wir aber auch halten. Ja gut. Ja, das sind nur Stoßtruppenmänner. Okay, die können wir schnell besiegen. Ja, verdammt. Ich dachte, ich hätte meine Spezialattacke voll. Die können wir schnell besiegen, die Gegner hier. Okay. Müsste wieder einigermaßen safe sein. Und jetzt gehen wir aber zur nächsten Festung. Zu dieser hier. Dort ist auch ein starker Gegner drin. Nämlich, achso, das Huhn. Oh nee, was soll das denn? Was macht denn das Silberhuhn jetzt eigentlich? Weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung, greift es mich auch an? Und wenn ja, es hat sich zurückgezogen. Und wenn ja, also es greift mich an, ja, aber wie viel Schaden macht es mir? Keine Ahnung. Und die alle wollen zu meinem Hauptquartier vorrücken. Das ist natürlich schlecht. So, mach mehr, okay. Und gib mir die Festung. Danke. Okay. Ja, dann auf zur nächsten Festung. Meine Leute da oben haben aber gerade ziemliche Probleme. Das ist schlecht. Da ist schon der nächste Verräter. Bleib hier, du Arsch. Bleib hier, du Arsch, Magie. So. Jetzt kriegst du meine Power zu spüren. Was fällt dir ein, mich einfach so zu verraten? Was fällt dir ein? Hä? Zack! Sehr schön. Und mehr draufhauen. Ja, wir haben aber fast keine Kills jetzt leider, aber ist nicht so schlimm. Spezialattacke! Sehr schön. Da ist der Festungskommandant. Und stirb, okay. Da unten ist jetzt... Was? Du hast das Silberhund nicht besiegt, ja und? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir holen uns jetzt noch ganz schnell die andere Festung. Wie sieht es zeitlich aus? Wahrscheinlich nicht gut. Nein, nicht gut. Also wir werden es nicht schaffen. Es ist auch schon wieder jemand in meinem Hauptquartier. Wie geht's denn dem Hauptquartier jetzt mittlerweile? Es müsste sich eigentlich wieder erholt haben. Nicht wirklich. Wer ist denn im feindlichen Hauptquartier überhaupt? Oder in meinem meine ich. Ein Verräter, der aber fast tot ist. Hm. Ja, ich mach's jetzt einfach so. Ich bete jetzt einfach mal, dass mein Hauptquartier das aushält. Und wenn nicht, dann... ja. Dann haben wir halt verloren, ne? Was sollen wir machen? Und dann müssen wir die Mission halt nochmal spielen, aber... Das habe ich ja eh schon erwartet. Dass wir es nochmal spielen müssen. Weil das war ja schon von Anfang an ein Fail. Aber das ist auch wirklich so, wenn man das erste Mal so eine Mission im Abenteuermodus spielt, dann ist man sowas von verwirrt und kennt sich einfach nicht mehr aus, was hier gerade los ist und ja, dann muss man fast schon verlieren. Ist wirklich so. So, mach jetzt, mach. Schneller. Okay. Und da ist der Festungskommandant. Hallo. Und stirb. Sehr schön. Okay, wir haben die erste Mission erfüllt. Ach nee, wir müssen die Redelsführer ja eigentlich besiegen. Wir müssen ja gar nicht die Festungen erobern. Oh, ich bin so blöd. Ja, sorry, tut mir leid. Das war jetzt meine Dummheit. Ich habe mir schon gedacht, warum die so blinken, weil das heißt ja eigentlich immer, dass man irgendwas damit machen muss und ja, muss man. Ah, ich bin dumm. Sia ist im Bedrängnis. Darf die sterben? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das läuft ja schon wieder alles super hier, echt.
Ich meine, das ist auch gerade ein ganz, ganz schmaler Grat, den wir hier gehen zwischen Sterben, Schaffen und Arang. Denn es ist schon noch irgendwie drin, ein Arang. Es ist zwar mega schwierig, aber es ist drin. Denn hier sind jetzt noch sehr, sehr viele Gegner. Und denen kann ich schön viel Schaden machen und auch viele Gegner auf einmal killen. Ich meine, zeitlich, es wird zwar sehr, sehr eng, das ist schon klar, aber ihr müsst ja bedenken, dass der Final Boss am Ende relativ leicht zu besiegen sein wird, denke ich mal. So, jetzt ist die Nordfestung da aber gefallen. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Denn das bedeutet, dass sie jetzt freie Bahn haben zu unserem Hauptquartier. Ich meine, ich kann jetzt zu den Feinden gehen. Also zum feindlichen Hauptquartier halt und, oder kann ich doch? Alle Verräter rücken gegen Sia vor. Ja, nee, ist klar. ich hoffe jetzt einfach mal, dass Sia überlebt. Ich schaue auf mein Gamepad und sehe, dass sie wenige Leben hat. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass sie durchhalten wird, aber ich muss es hoffen. So, hallo Sheik. Ich hoffe, ich werde schnell mit dir fertig. Das ist jetzt meine einzige Hoffnung. Na, fuck, natürlich. Bleibt dir wieder ein fucking Strich übrig, wie mich das immer aufregt. Spezialattacke. Ja, aber wir werden es nicht schaffen. Und was wir vor allem auch nicht schaffen werden, sind die ja, ich weiß. Sind die 1200 Gegner, also wir kriegen es sowieso nicht hin. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Mission überhaupt schaffen, weil Sia jetzt jede Sekunde sterben wird. Jetzt greif mal an, Sheik. Greif an. Greif an, du blöde Kuh. Wie kann es eigentlich sein, dass ich hier gegen Sheik kämpfe? Ich meine, ich bin Zelda. Ja, Sia stirbt jede Sekunde. Nee, also das können wir vergessen. Leider. Es war echt relativ knapp. Aber es hat leider nicht hingehauen. Es ist auch gerade wirklich überall die Kacke am Dampfen. Also egal, wo man auf die Karte schaut. Überall ist was los und Sia hat noch einen einzigen Strich momentan. Also jede Sekunde war es das jetzt gleich. Nämlich jetzt. Ja, sie ist tot. Okay. Puh. Ja, eigentlich nicht okay. Eine wirklich verdammt schwierige Mission, muss man echt so sagen. Obwohl wir eigentlich sehr, sehr stark sind, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich habe es am Anfang schon verkackt gegen die Manhandlers. Die hätte man schneller töten müssen. Aber jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Ich werde wieder bis zu Sheik spielen. Und hoffentlich diesmal auch ein bisschen besser. Also wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe euch jetzt mal ab hier dazu geholt, ab dem Anfang von dem Kampf gegen Sheik. Es läuft eigentlich mit soweit alles ganz okay. Das einzige Problem, das wir haben, ist die Zeit, denn wir haben nur noch 1,5 Minuten und ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da müsste Sheik jetzt schon wirklich die ganze Zeit Spezialattacken raushauen, aber tut sie nicht. Nee, Sheik hat keinen Bock. Ja, wenn Sheik nicht mitmachen will, dann na jetzt mal. Aber trotzdem, das wird nichts mehr. Das können wir völlig vergessen. Ich meine, dem Hauptquartier geht es einigermaßen gut und auch Sia. Also, wir würden es diesmal auf jeden Fall schaffen, aber einen A-Rang bekommen wir nicht hin. Nee, das wird nichts mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Außer halt wirklich, Sheik macht jetzt die ganze Zeit Spezialangriffe. Ja, komm her! Okay. Reicht es, um hier ihre Schwachenanzeige abzuziehen? Ja, es reicht. Okay. Wenn wir mega viel Glück haben und uns ganz, ganz schnell beeilen, dann könnte... Dann sieh das mit Bedrängnis. Oh Gott. Oh Gott, das wird jetzt mega spannend. Das wird jetzt mega spannend. Das wird wieder so ein Herzschlagfinale. Aber Sia geht es eigentlich noch einigermaßen gut. Also das sollte eigentlich nicht wirklich das Problem werden. Was war denn das jetzt? Warum wurde jetzt ihre Schwachenanzeige sichtbar? Keine Ahnung. Ja, wir schaffen es nicht. Ne, wir schaffen es nicht ganz. Ich kann ja auch meinen... Ich habe jetzt keinen Spezialangriff mehr. Ich kann ja auch meinen Trank nicht benutzen. Ich weiß nicht, schaffe ich es mit der 1er-Kombo, ihr alles abzuziehen? Nee, schaffe ich natürlich nicht. Das war ja klar. Mach, Sheik, bitte greif an, ja! Nein, das zählt nicht als Kombo-Angriff. Warum? 7 Sekunden! Nee, wir schaffen es nicht. Nein, wir schaffen es nicht, verdammt. Ach komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Um ein paar Sekunden. Ich könnte schon wieder so ausrasten hier. Ein paar Sekunden wieder. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Boah, wie mich das immer ankurzt. Ja. Dann muss ich das halt auch nachholen. Toll. Echt super. Wow.
Wie viele Sekunden waren das jetzt wieder? 5 Sekunden oder so, die wir... Ah, halt, das war falsch. Ich bin aus Versehen auf Minus gekommen, sorry. Ja, 4 Sekunden sogar, toll. Toll. Ja, ja. Das ist natürlich voll fair, dass ich jetzt die ganze Mission nochmal machen darf, weil ich 4 oder 5 Sekunden zu langsam war. Jupp. Alles super, ich rege mich nicht auf. Okay, wir bleiben ganz ruhig. Alles ist gut, alles ist gut. So, an dem Moment. Was haben wir denn hier weg? Keine Ahnung, ey. Ja, hau mal einfach den weg, was soll's. Ja, hau weg. Mann, ich bin jetzt echt schon wieder scheiße drauf. Ernsthaft. Wegen 5 Sekunden, wie mich sowas mal ankotzt. Ja, das kriegen wir alles, bla bla bla. Okay. Ja, ich muss wieder ein bisschen runterkommen jetzt, weil... Sonst führt es ja zu nichts. Ja, werde ich halt nachholen. Kann man jetzt nichts machen. Was machen wir jetzt noch in diesem Part? Das hier ist eine Einzelschlacht. Ah, genau, hier müssen wir ja die Feinde erstmal sichtbar machen. Und dafür bräuchten wir Kompass und Kerze. Das hätten wir. Deswegen könnten wir das machen. Und, ja. Warum denn nicht? Machen wir doch. Okay, ne Moment, suchen. Wir suchen, wir suchen, wir suchen mit dem Kompass. Ich muss diesen Baum hier abfackeln. Dann machen wir das. Hä, was, was, was? Was? Bitte? Hä? Wollen die mich verarschen? Ich muss an dem Baum was anderes verwenden als eine Kerze? Ja, lol. Soll ich jetzt jedes einzelne Item ausprobieren oder wie? Ja, die haben doch so einen Arsch offen. Was soll denn das? Ey, ich könnte schon wieder so ausrasten. Dann machen wir halt diese Mission hier mit Volga. Ich könnte so ausrasten, ganz ehrlich. In jederlei Hinsicht gerade. Ich fass es nicht. Okay. Wir nehmen... ja, wir haben zweimal genau dieselbe mit Feuerbonus. Ich könnte natürlich auch jetzt irgendeine Fähigkeit auf die übertragen, aber ich bin zu faul. Wir nehmen einfach das hier, das passt schon. Die Aufgabe, die wir jetzt noch machen müssen, müsste wieder so eine neue sein. Also so nach dem Motto, ja, hey, du hast jetzt 5 Minuten Zeit und besieg mal so viele Gegner wie möglich. Oder? Nee, doch nicht. Oder? Was? What da? Meine Festungen stehen kurz davor zu fallen. Was? Siege 6 der Frostnachtschwärmer. What the fuck? Okay. Da ist gleich mal einer. Hier. Wie viel halten die aus? Ja, überhaupt nicht viel. Das ist ja mega günstig, okay. Deine Festungen... Keine meiner Festungen darf fallen. What? Wollen die mich verarschen? Was ist das denn für eine Mission? Okay, das ist eine coole Idee. Aber ein bisschen übertrieben, oder? Okay, ich muss schnell zur Mittelfestung, weil dort dringt gerade ein Nachtschwärmer ein. Ich weiß nicht, wie viele Leben genau meine Festungen jetzt noch haben. Also ob die quasi gar keine Leben mehr haben oder zumindest ein bisschen. Ja, ich bin ja schon da. Oh, okay. Okay, ja. Gut, aber wir haben es hingekriegt. Jetzt verstehe ich auch, warum wir die Gegner so schnell besiegen können. Weil wenn wir das nicht können würden, dann wäre das auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, man muss ja hier die ganze Zeit alles im Blick haben und sich genau überlegen, wo man als nächstes hingehen will. Die Boten wurden gesichtet, okay. Was ist das böse? Rücken vor, um Verstärkung zu rufen, okay. Ja, aber ich kümmere mich jetzt erstmal um die beiden hier, wenn es recht ist. Ich hoffe, das ist okay. Und es ist kein Fehler. Spezialattacke und zack. Okay, beide sind tot. Nice. Und damit fehlen nur noch die zwei da oben. Und dann haben wir es doch schon geschafft, oder? Okay. Das ist also eine ziemlich schnelle Mission, aber die kann halt auch ziemlich in die Hose gehen. Okay. Ja, das sind die letzten beiden und dann gibt es jetzt eine Spezialattacke für euch. Und dann war's das, oder? Haben wir jetzt gewonnen? Ja, haben wir. Okay, das war einfach. Auch ziemlich komisch, aber ich finde es eine coole Idee. Das finde ich auch ist das Schöne an dem DLC, an dem Abenteuermodus.
es sind nicht nur einfach, oder es ist nicht nur einfach nur eine komplett neue Karte mit anderen Missionen und das war's, sondern es sind auch wirklich komplett neue Missionen, die es so in der Form überhaupt gar nicht im normalen Abenteuermodus gab. Wie jetzt hier zum Beispiel das, dass man 4 Festungen hat, die nur noch ganz, ganz wenige Leben haben und man muss sie bewachen. Oder auch, dass man halt ein bestimmtes Zeitlimit hat und in dieser Zeit möglichst viele Gegner besiegen muss. Das gab es ja auch im normalen Abenteuermodus nicht. Immer nur andersrum, dass man dass man eine bestimmte Anzahl von Gegnern in einer vorgegebenen Zeit besiegen musste, aber nicht andersrum. Also sind schon coole Ideen hier, muss ich sagen. Okay, ja, das ging schnell. Dementsprechend auch ein A-Rang. Wir kriegen ein neues Drachenbein und einen Kokiri-Stab und den werfen wir auch gleich wieder weg. Außerdem 4 Frostessenzen und 4 Monsterzähne. Okay, dann haben wir sogar noch Zeit für die andere Mission da, also nicht die hier, weil das ist wahrscheinlich eine, ja, das ist eine Abenteuerschlacht. Für die hier von Zelda, wo wir auch einen A-Rang-Sieg brauchen und es ist ein Waffen der Frauen-Quiz. Wir dürfen keine Angriffs-Items benutzen. Also, halt, ja, keine Items halt benutzen, wie der Name schon sagt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich benutze ja die Items im Kampf eh nie, quasi. Außer mal, vielleicht mal Power-Up-Bomben gegen viele einzelne Gegner. Aber gegen stärkere Gegner benutze ich eigentlich nie Items. Da finde ich sie auch irgendwie unnötig. Jo, dann geht's mal los hier. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay, also wieder ein Quiz mit den Waffen der Frauen. Das hört sich sehr interessant an. Besiege den Feind mit dem Papier. Ja, okay. Das ist Lana wegen ihrem Buch. Ist aber eine interessante Umschreibung. Papier. Wow, chill. Und komm her. So, wie viel Schaden nehmen die Gegner? Relativ viele eigentlich, das ist ganz gut. Und wir nehmen nur ein Viertelherzschaden. Also ich glaube, die Mission ist nicht so schwierig. Ja, ist ja auch nicht. Das ist ganz gut. Aber wir sind ja mit Zelda auch hoch gelevelt und haben eine gute Waffe hier mit dem Taktstock. Zumindest von der Stärke her. Und deswegen müsste das eigentlich ganz gut laufen für uns. Okay, das war's schon. Wir kriegen von Midna eine Waffe und von Lana 2 Waffen, okay. Vielen Dank. Nehme ich gerne an. Okay. Achso, ich muss da raus. Sorry. Ich habe mich gerade gefragt, warum geht die Tür nicht auf? Aber wir müssen hier raus, okay. Ich finde es übrigens sehr schön, wie man immer wenn Zelda rennt, wie man ihr ein bisschen unter den Rock gucken kann. Ah ja. Okay, weiter geht's. Besiege die Zauberin. Da haben wir einmal Pyroma und Lana. Ja. Mhm, genau. Ich dachte eigentlich, es wäre ja ein Quiz für die Frauen. Und dann ist hier Pyroma. Vielleicht ist Pyroma ja eine Frau. Das weiß man ja nicht sicher, aber ja, ich glaube jetzt mal eigentlich eher nicht. So, wir machen einfach jetzt noch eine Spezialattacke auf Lana, denn das zieht ihr relativ viel ab, wie wir gerade eben gesehen haben. Und zack. Okay, und damit ist sie schon fast tot eigentlich. Ich glaube, den Rest können wir sogar so aus ihr rausprügeln. Da habe ich jetzt keine Lust zu warten, bis sie angreift und stirbt. Okay. Vielen Dank und vielen Dank. Boah, richtig viele Waffen kriegen wir hier. Nice. Okay, und das letzte Mal, das Quiz. Die ersten beiden Male mussten wir jetzt jedes Mal Lana besiegen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt ein drittes Mal auch wieder Lana sein wird. Aber es könnte sein, keine Ahnung. Die Frage lautet, besiege den Feind mit dem magischen Haar. Ja, okay, das ist jetzt natürlich Midna. Ja, kann man ja wirklich deutlich sehen. Ich meine, vielleicht hat Lana auch mit ihrem Haar irgendwas Magisches drauf, aber man weiß es halt noch nicht. Aber bei Midna ist es auf jeden Fall bekannt, dass es so ist. Ja, hör auf. Oh, Lana, hör auf, mich zu nerven. Und Midna, mach du mal bitte Combo-Angriffe. Nicht nur die Lana die ganze Zeit, weil sonst wird es noch ein bisschen lang dauern. Ja, genau, mach sowas. Sehr schön. Und komm her. Sehr schön, reicht es? Ne, ich mache eine Spezialattacke hinterher. Und sie konnte aber noch blocken. Verdammt. Das war jetzt ein bisschen Fail. Ich hätte früher schon meine Spezialattacke machen sollen. Während sie noch die Hälfte oder so der schwachen Anzeige gehabt hat. So, greif mal wieder an. Naja, nicht so. Mit einem Combo-Angriff bitte. Komm schon, Midna. Combo-Angriff. Ja, das ist zwar ein Combo-Angriff, aber da wird deine schwachen Anzeige nicht sichtbar.
Das finde ich auch so unsinnig. Warum wird bei einigen Gegnern nach manchen bestimmten Combo-Attacken die Schwachpunktanzeige nicht sichtbar und nach anderen aber schon? Das macht auch teilweise überhaupt keinen Sinn. Und ich verstehe echt nicht, warum. Ist doch wirklich so, oder? Also ich finde, das macht keinen Sinn. Keine Ahnung, warum das so ist. Und ich sehe gerade, ich habe Magie. Und deswegen benutzen wir die jetzt mal und werden damit jetzt mit einer töten. Denn ich denke mal, das wird sie nicht überleben, wenn wir ihr jetzt mit Magie richtig eine draufhauen. Sie wehrt sich aber noch relativ gut, aber nicht mehr lange, denn jetzt müsste sie sogar schon sterben, oder? Nee, noch nicht ganz, sie lebt noch. Aber jetzt gibt es noch eine Spezialattacke hinterher. So. Zack. Und jetzt wird sie aber sterben. Tut mir leid, Midna, aber das war's für dich. Zack. Okay. Und wir kriegen einen goldenen Gegenstand von Lana und einen silbernen von Midna. Sehr schön. Yay, geschafft. Okay, keine sonderlich schwierige Mission. Also, die letzten beiden Missionen aus diesem Part waren echt relativ einfach, aber die erste, ja, die hatte es ganz schön in sich. Werde ich, wie gesagt, aber nachholen. Zumindest versuchen nachzuholen, aber werde ich hoffentlich schon irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Okay. Was kriegen wir jetzt hier nochmal? Ich glaube, einen Herzcontainer für sie. Oder? Ja, einen Herzcontainer, okay. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr gerne auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir hier weitermachen werden beim Master Quest DLC von Hyrule Warriors. Wir schauen uns jetzt noch schnell an, was wir alles für Waffen bekommen haben. Das waren ja eine ganze Menge. Nämlich große Federquest. Ah ne, nur drei. Hä, das waren noch mehr. Das waren doch hundertprozentig 4 oder 5. Ich bin doch nicht blöd. Das waren nie im Leben 3. Was soll denn das? Heiliger Taktstock und Schatten-Epona. Okay. What the fuck? Das ist anscheinend die Stufe 2-Variante von Epona. Schatten-Epona, okay. Sehr interessant. Wir müssen natürlich wieder was wegwerfen und wir hauen einfach die neuen weg. Außer die sind gut. Wir kriegen Lanas Umhang in Gold mit Nassar in Silber und Lanas Haarschmuck in Silber. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.